Wollt ihr nur mal zeigen? Thank you.
eine totale Begegnung und dann hat sie wohl ganz weit weg. Übernommen hat sie komplett selbst auch da ging es noch mal schneller und Bernhard Neuner ist unterwegs, die 512 von Hause Roman Jott unterwegs, der Weg der 587 und später auch von Stefan Petto im Mitsubishi Lenza. 1,5093 und verbessert hat sich auch Alex Kohlmann auf 1,43. Rotstein von Glasbach übrigens und der Witz ist, wenn er nicht gerade rennen fährt. Und beim Skifahren sowie beim Mountainbiken und mit den 1,3482 Mike Vogel, die 517 verbessert sich, das sind wieder 1,499 und Uri Schindler hat die 515 der NSU-TT richtig fliegen lassen. Aber Kubik seinem Audi R8 verpasst hat. Ja, definitiv gestartet, habe ich mitbekommen, der Manfred Steinmann. Und die 509 macht sich jetzt startbereit, der Alexander Vollmann, der gewesen, aber vielleicht sieht man die Startgruppe wie gehabt komplett durch diese erste Startgruppe. Mit einer Minute Abstand für die 525, 1,47, 69 für Thomas Christoph. Die Verbesserung und Steffen Hofmann, die 519. Er erscheint hier nur mehr. 1-2. Ah, es funktioniert wieder.
weiteren Zeiten noch geben. Offen als Vogel in 1,45, 12, bestimmte 1,39, 21. Und Alexander Vollmann mit 509 mit 1,43,44, das ist der vierte Zwischenrang für Salzburg und für die Erfurt.